Wenn wir den richtig hinstellen, hätten wir einen durchgehenden Feld. Ja, Moment, ich muss erst mal gucken, wie ich wieder hochkomme. Erstmal so, dass ich raus kann und danach. Obwohl, nee, hast recht. Ich fahre nochmal unter den Strahl und dann gehen wir den weiter. Weil das hat sich nicht verdreht. Was denn? Ich will ans Weiße. Okay. Also. Jetzt ist nur die Frage, brauchen wir den nochmal? Hm. Okay, hier ist eine Abkürzung. Aber wir haben immer noch keine Kugel. Ja, die geht's ganz am Ende. Ich würde sagen, wir holen uns den sicherheitshalber nochmal. Ich lass dich gleich mal durch. Brauchen wir. Warte mal, stopp, stopp, stopp. Wir werden den Laser hier drüben brauchen. Das heißt, ich muss nochmal zurück, sodass ich ihn dahin leiten kann. Damit wir beide erwischen. Nun, Dickerl. Also könntest du vielleicht noch zurückkommen. Da reicht es nicht. So, Moment, wenn ich dir das ganz dahin schieße. Naja, Versuch was wert. Gut, dass wir den Cube mitgenommen haben. Da ist die Kugel. Ich habe das dumme Gefühl, wir müssen nach da oben. Ja, kann schon sein. Warte mal. Wenn. Nee, wenn ich richtig gesehen habe, geht's da bloß einmal ringsrum. Also doch nicht. Wo müssen wir denn dann hin? Wieder zurück Richtung Anfang. Hier liegt noch ein Cube. War der jetzt für den Strahl gedacht? Wahrscheinlich, aber wir haben den anderen mitgenommen gehabt, das haben wir nicht gebraucht. Hier werden wir nicht hochkommen, oder? Ne? Ja. Wo war denn hier nochmal der Ausgang? Also ich bin da oben irgendwo hergekommen, das heißt, da werden wir den Cube nochmal brauchen.
Lass mal kurz die Brücke so wie sie ist. Achso, nee. Da ist ein Gitter jetzt im Weg. Aber wir können ja den Lasercube nehmen. Passt schon. So, da kann man nicht hinschießen. Das wäre mit das erste Level, das man eigentlich komplett wieder zurück müsste. Sicher, dass da nichts war. Hundertprozentig sicher nicht, nee. Aber ich habe nichts gesehen. Vor allem ist die Frage, schaffen wir, kommen wir überhaupt ganz zurück? Ja, eben. Deswegen frage ich also doof. Ach, Mann. Ich hatte da oben nichts Weißes. Wenn du die Abkürzung hast, solltest du mich, wenn es geht, kurz abholen. Achso, du verlierst dann deine Portale. Aha. Ja, guck mal, hier ist doch das Ding. Also es gäbe hier einen Ausgang von der Kugel bis zum Ziel. Oder das ist doch da, ja. Oben ist rot. Wenn wir hochkämen, wären wir hier und hier wäre der Ausgang. So, jetzt gehe ich nochmal runter. Müsstest du mich, wenn es geht, nochmal abholen. Du könntest, wenn du die Abkürzung nimmst, auch verkehrt rum hierher kommen. Wenn du mir sagst, wie ich mich hier abkürzen kann? ja, schön. hier funktioniert auch nichts mehr, weil der eine Cube fehlt. Ich will zu gelb, aber ich brauche beide. Ich komme bloß nicht mehr an den einen Cube ran. Ja, brauchen wir meines Erachtens auch nicht. Hier haben wir noch Cubes. Ach, wie kommen wir jetzt darüber ohne den anderen Laser Cube? Ja, den hatte ich mir, weil ich gedacht habe, ich brauche ihn nicht mehr, ganz einfach geklaut. Ja, das weiß natürlich nicht mehr, welcher das war. Egal. Wir haben jetzt eine Brücke. Ich konnte abkürzen. Ja, dann komme ich auch so. Was ist mit der Kugel? Ja, die holen wir nochmal. Wir kommen doch jetzt genau da raus, wo es die Kugel gibt. Achso, aber die müsste kaputt sein, damit sie wiederkommt. Nee, ich hatte aber einen Knopf. Ach, warte mal, hier, da ist sie doch. So, da hole ich nochmal einen Cube für die Strahle. Den lasse ich mal liegen. Ich habe aber oben geschaut und hatte ich nur die eine Richtung gesehen. Die andere Richtung hatte ich nicht gesehen. Ich sag ja, das wäre ja total ungewöhnlich, dass man einmal komplett wieder rum zurück muss. Vor allem, da gab es Türen mit Schaltern auf der anderen Seite. Das hätten wir gar nicht geschafft.
Ja, habe ich dann auch festgestellt. Andersrum wäre es irgendwie besser. Zu andersrum hätte ich eine Idee. Das sollten wir nacheinander machen. Tja, die Brücke hilft ja auch nicht so wirklich. Ich hätte eine Idee. Wir springen gleichzeitig bei 3. 1, 2. Moment, wenn wir da in der Mitte landen, haben wir. Achso, da ist ein Knopf, okay. So, kriegen wir die Brücke irgendwie so hin, dass wir... Nee, nicht wirklich. Nee, das wird nichts, die sind viel tiefer. Schräge Brücke haben wir auch nicht, an der Wand ist nichts. Von hier aus bringt's auch nix. Auf die Scheibe kommen wir auch irgendwie nicht. Wir hätten einen Endlosfall, aber der bringt uns jetzt auch nix. Ja, da oben ist keine weiße Fläche. Hm. Vielleicht doch, dass wir oben, wenn die Cubes oben sind, zusammenknallen sollen. Dass wir beim Bergab. Genau so, dass wir sie fangen. Oh Mann. Ey. Das könnte vielleicht funktionieren. Nein, ich wollte da. Nein, 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 nein. Ja, nein, nein, nein. Also, ich hab schon. Wenn wir. Wenn sie optisch quasi gerade an die Kante von der Scheibe gehen und wir dann laufen und wir dann quasi gleichzeitig mit denen auf der Platte stehen, dann müsste das funktionieren. Okay, 3, 2, 1. Ja, ich weiß jetzt nicht so genau, was du gezählt hast. Wo sie gesprungen sind. Vor allem der eine ist schneller als der andere. Ja, im Zweifel machen wir es halt zweimal. Sag eins, einfach jetzt und dann laufen wir. Oder genau, 3, 2, 1, 0, aber halt im Takt von diesen Dingern, ne? 3, 2, 1, 0. Nee, wir müssen früher.